Ey, da drückt ein Auto gerade hinter euch ziemlich. Hat der gehupt? Reg dich richtig auf! Jetzt Fenster runter, bitte! Bitte, bitte! Willkommen zu einem weiteren Video, Freunde. Vor uns ist die KTM. Hinter uns ist David Bost. Ja. David hat mir gesagt, wir machen heute etwas ganz, ganz Merkwürdiges und Komisches und ich weiß noch nicht genau, wie das ausgehen wird. David ist nicht mal mit dieser geilen 701 unterwegs. Also das Dekor ist, finde ich, mit eins der geilsten, das du bisher so hattest. Echt? Gefällt dir, ja? Gefällt mir echt gut, ja. Wenn ich ihm noch fürs Merkwürdige gesagt habe, könnte ich designt haben. Sehr schön. Also, Mist, ich muss mich von dir inspirieren lassen, muss ich sagen. Echt? Der Vergehen ist sehr gut und danke nochmal an dich, dass du als Inspirationsquelle gedient hast. Sehr gerne. Aber du bist heute mit dem Roller unterwegs. Ja, ich dachte, heute gehe ich mal wirklich ins Ganze, ja, und breche jegliche Schallmauer, jegliches Speedlimit. Hör, Fabi, schlechthin auf der Straße. Pass mal auf hier. Achtung, bist du bereit? Ich glaube nicht, aber ich halte mich fest. Das ist jetzt schon an, ne? Ach so, ist schon an, okay. Boah, ich muss aber echt aufpassen. Ich habe meine ganze Cam und so hier. Also viel rumspringen, na, wir gucken mal. Ja, wir können die Sachen auch mal kurz an die Seite legen. Machst du da mal deinen Backflip, den wolltest du ja heute mal. Genau, ja, Jungs, ich habe es euch noch nicht gesagt, aber ich wollte heute einen Backflip machen. Ich habe schon immer gewusst, dass du eine wilde Sau bist. Guck mal, weißt du, was voll geil aussieht, finde ich? Unten, guck mal, so ein Doppelsattel. Ach Quatsch, du hast jetzt den Left-Hand-Brake dran. Ja, ja. Nein. Aber ich hab die noch nicht, die Pumpe ist kaputt einfach. Let's go. Oh, jetzt hab ich die falsche Kupplung gezogen. Gefährlich, Alter. Gefährlich. Niklas! Der muss noch vorfahren. Fahr du mal vor, du kennst den kürzesten Weg, oder? Was ist denn jetzt so witzig, hä? Es sieht ganz merkwürdig aus. Hast du noch nie einen Stuntrider auf dem Peugeot Speedfight gesehen oder was? Guck mal, wie das Ding abgeht. Ah, mach ich 5 manchmal. Wie schnell darf das Ding fahren? Ah, mach ich 5 manchmal. Guck mal, das ist richtig wendig. Schau das an. Ja, das glaube ich. Schau mal. Ach, ich habe keine Hupe. Wo ist denn meine Hupe? Ah, da. Meine Hupe ist auch voll laut. Ah, meine Ohren! Ja, aber springst du denn jetzt heute auch ein bisschen, oder? Also, ich werde es versuchen. Ja. Ich habe ziemlich Respekt vor Sprüngen und vor Rampen. Also, ob mit der Supermoto oder mit dem Roller, das ist schon eine andere Disziplin. Werde ich das heute einfach mal tryen. Ja, wenn ich jetzt hier ein Video mache, muss ich auch was raushauen, ne? Ja, ich heiße ja nicht umsonst Stunt. Ohne Rücksicht auf Verluste, oder? Also ich will schon noch, dass man mit dem Roller danach wieder nach Hause fahren kann, ne? Ja. Also er sollte nicht durchbrechen oder sowas. Nein, auf gar keinen Fall. Also ich hätte gesagt, du kannst mir das Ding gerne geben und ich spring damit dann mal so richtig. Ist das so, ja? Das willst du machen? Aber du willst das Ding ja nicht in zwei Teilen nach Hause tragen. Nee. Deshalb lassen wir das lieber. Ja, du kannst ja so springen, dass er ja halbwegs heile bleibt, oder? Ja, ist da überhaupt viel los? Ich habe voll Angst, dass da jemand Polizei ruft oder sowas. Also ich habe eher Angst, dass das Skateboardfahrer sind und die uns aufs Maul hauen, weil wir irgendeinen Scheiß machen mit Supermotos und Rollern. Aber ich glaube, sie feiern eher die Supermotos und nicht den Roller. Ja, echt jetzt? Sie werden nicht so als den abstempeln, der noch den Roller hat. So das Anhängsel. Aber jetzt mal ohne Scheiß, ne? Ja. Wenn du jetzt ein Chick wärst und ich würde so neben dich fahren und ich würde dich nach einem Date fragen, würdest du draufspringen? Nee. War das jetzt ein Ja? Nee, eigentlich nicht. Gib nochmal so Gas, so richtig cool. Oh je. Nee, ich glaube, das sieht nicht. Oder falls du hier ein hübsches Mädel findest, darfst du sie ja gerne mal fragen. Ja. Machst du? Ich mach's. Okay. Oh, sorry. Ja, wenigstens bin ich schneller als der LKW, verdammt nochmal. Ach, du gibst ja wirklich Vollgas gerade, oder? Ja, ich sei auf Human Gillestand die ganze Zeit. Scheiße, Mann. Hier ist 70, ich kann aber nicht 70 fahren. Die Leute gucken, die denken so, Alter, was für ein geiler Typ. Kann ich hier so eine Hinterradbremsung machen? Oder hat der ABS? Nee, der hat Rücktrittbremse. Hä? Guck mal, ich habe eine Einarmschwinge, ist richtig geil. High-End, hier wurde nicht gespart. Weird Flex, Bro. Du musst den gleich auch mal fahren. Ja, mach ich mal. Wir tauschen an der nächsten Ampel, okay? Okay, machen wir. Da fahren wir noch immer! Das war gelb! Grün meine ich! Kirschgrün! Ja! Highway to the danger zone! Mal her. Achso, wir wollten tauschen, ne? Komm, wir tauschen schnell an der Ampel. Wollen wir echt mal tauschen? Ja, Digga, du musst das mal erleben.
Okay, komm, gib her. Aber bitte, bist nur bis zur nächsten Ampel. Nee, sie war ja sowieso gleich direkt da. Und, holy, fühlst du schon? Mann. Ja, voll. Boah, Digga, das ist ein cooler Ort. Oh, nein! Oh, ich bin drüber gefahren. Boah, du hast die platt gemacht. Aber auch mal cool, mein Bike so in Action zu sehen. Oh ja, ja, die jetzt sind schon durch. Ja, wo fährt Niklas? Ja, ich nach Sitzen. Okay. Und Luis, wie fühlt es sich an, auf dem Roller zu sitzen, auf dem Peugeot Speedfight? Skala 1 bis nächstes Mal. Also, ehrlich? 2. Ein Punkt, dass man damit noch von A nach B kommt, und zweiter Punkt, weil Two-Stroke. Hello, darkness, my. Okay, gut. Dann fahren wir jetzt weiter. Ich weiß schon, was dein Plan war. Jetzt bin ich nämlich der, der mit dem Roller auf den Skatepark fährt. Ja, genau. Du machst dich jetzt zur Lachnummer hier. Ich glaube, du wurdest gerade richtig ausgelacht, Alter. Boah, hier ist richtig was los, Junge. Ja. Also wir müssen jetzt erstmal die Lage hier überblicken. Ich würde sagen, wir tauschen jetzt nochmal die Fahrzeuge, weil ich will auf gar keinen Fall die EXC hier schrotten. Ich will auf gar keinen Fall hier auf dem Roller sitzen. Siki, du haust jetzt einfach mal ein bisschen was raus, oder? Ich weiß ja nicht. Wir können ja mal, komm, wir fragen mal hier die Rollerjungs. Hast du mit deinem Moped Wheelie versucht? Wo denn? Ja, da hinten auf der Straße, Junge. Kann sein, ja? Ja, geil, Digga. Hast du es gesehen, oder was? Ja, ja. Super. Hey, moin. Hallo. So, ihr müsst jetzt mal ein paar Ratschläge geben. Also ich hätte gesagt, wir springen einfach einmal. Wir springen einmal. Und dann fahren wir einfach weiter. Ich glaube, ich fange erstmal mit der Geraden an. Ja, zeig du mal, wie das geht, und dann machen wir das nach. Mach das jetzt vor, pass mal auf. Mhm. Springt jetzt hier irgendwie drüber. Jetzt nimmt der Anlauf. Oh, Alter. Das war ganz schön. Oh, Junge! Okay. David, ich würde sagen, du machst mal den Anfang, ich filme. Boah, ich glaube, wir sollten. Junge, wie. Guck mal, alle gucken dir zu, alle gucken dir zu, alle. Boah, das hat der ganze Skatepark steht still. Scheiße. Du dran, komm. Ich guck jetzt, komm. Komm jetzt. Nein, komm jetzt. Du kannst jetzt nicht kneifen. Nein, mach jetzt mal, komm. Aber danach hauen wir ab. Einen richtigen Jump will ich sehen, komm. Hier kannst du nicht richtig jumpen. Ich sag, natürlich kannst du, das ist eine Rampe, wo man springen kann. Ich sehe hier die Steigung, da kannst du springen. Guck hier, der kleine Junge, nee, der springt nicht. Alter, das ist echt nicht so steil. So, das ist richtig steil. Nee, hier, Mann. Jetzt richtig drüber. Gib mal Gas und dann spring mal richtig. Junge, du bist richtig gejumpt. Okay, ich würde sagen, wir hauen jetzt trotzdem ab. Warum? Ich habe hier echt kein gutes Gefühl. Nicht. Nee, mein Gefühl sagt sich, guck mal die ganzen Blicke so, vor allem er mit der Brille. Ich wollte mein Moped die nächsten Wochen, Monate noch fahren, deshalb würde ich sagen, verpissen wir uns jetzt hier. Ja, aber Bro, warte mal, da ist doch noch der Offroad-Park, den können wir doch noch nehmen. Boah, nee, Mann, ich will hier gar nicht mehr doch, fahren. Doch, komm, das machen wir jetzt noch. Gott, scheiße, Alter. Oh, nee, das ist jetzt eine richtig dumme Idee. Oh Gott, David, der Vater, der feiert das gar nicht. Also das ist eine ganz dumme Idee gerade. Das ist nicht für einen Roller gemacht. Ja, jetzt komm. Okay, ich mach das jetzt, ja? Ja, mach's mal. Gott im Himmel, steh mir bei. Okay. Ui, 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 oh, oh. Ach du Scheiße, David. Ich will hier richtig geile Jumps sehen, ja? Komm. Man kann ja nicht richtig springen, ich sag's dir. Boah. Hier sah jetzt gar nicht so spektakulär aus. Abflug hier! Du siehst voll den weißen Streifen. Du auch! Geil, Mann! Ja! Alter! Alter, du bist ja gut geworden. Ah, ja! Ja! Erstmal abgewürgt. Ich wollte wirklich sagen, so, Digga, geil. Und jetzt noch im Wheelie beschleunigen und dann. Ja, ich wollte die Kupplung gerade kommen lassen, dann war es aber der zweite Gang. Oh, krass, man kann richtig bequem auf dem Ding sitzen. Da drückt ein Auto gerade hinter euch ziemlich. Hat der gehupt? Ja, der ist mit seiner Tochter da, der war gerade richtig am Rumschreien. Ja, ich muss abbiegen, was denkt er sich? Ist halt wirklich frech so. Ja, ich zeig dem den Finger. Mit seinem Tiguan. Regt dich richtig auf. Der ist richtig. Jetzt Fenster runter, bitte. Bitte. Komm. Komm, halt mal an, was will er sagen? Hä? Das Fenster runtergefahren, ist einfach gefahren.
Was ist los mit ihm? Hä? Was war das denn jetzt? Vor allem, das Ding ist ja, ich hab ja, guck mal, ich hab so gemacht, so. Ja. Mit dem Zeigefinger, weißt du, und hab so, nee. Das hat ihn richtig angry gemacht. Das war richtig witzig jetzt. Du lebst mit dem Roller einfach viel mehr, weil du halt jeden blockierst. Du bist eine rollende Verkehrsbremse, aber deswegen ist es auch nice, weil du hast einfach diese unique Erlebnisse. Du hast Spaß, die anderen regen sich auf. Perfekt. Naja, ist halt so. Gut, ja, es war mir eine Freude. Es hat gerade mega viel Spaß gemacht. Vor allem du mit der rollenden Verkehrsbremse. Wo steht sie? Da. Mhm, guck mal. Feelies for the Feelies. Ja, das ist ja richtig nice, Digga. Nice, oder? Ja. Und so gut, in diesem Sinne, es hat viel Spaß gemacht. Mal gucken, was jetzt gleich noch so folgt. Macht's gut und bis zum nächsten Mal. Ciao.